war die große Tarifkommission und wir haben uns heute getroffen, um die Forderung aufzustellen. Heute haben wir hier darüber diskutiert, was ist die richtige Tarifforderung für das Jahr 2017 für unsere 72.000 Kolleginnen und Kollegen in der nordrhein-westfälischen Stahlindustrie. Die Diskussion im Vorfeld war sehr schwierig, weil wir im Stahl ja auch im Moment nicht in der Position sind, wo alles gut läuft. Bei uns betrieblich, würde ich sagen, war es relativ einfach, zu einer Forderung zu kommen. Hier hat man dann gesehen, dass es nicht allen Stahlbuden gleich gut oder schlecht geht. Wo sich die meisten Kolleginnen und Kollegen darauf geeinigt hatten, zwischen 3 und 6% soll die Forderung aussehen. So, jetzt sind 4,5% draus geworden. Da sind wir genau in der Mitte. Und ich denke, das können die Kolleginnen und Kollegen auch vertreten. Arbeitsplatzsicherung ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt, gekoppelt mit Altersteilzeit. Die Forderung, den Altersteilzeittarifvertrag zu verlängern, finde ich überaus wichtig für die Stahlindustrie. Bei uns ist es kaum möglich, dass ältere Kolleginnen und Kollegen in den Produktionsbereichen bis zur Rente arbeiten. Das ist unmöglich, das schafft keiner. Das Thema Werkverträge hat auch was mit Beschäftigungssicherung zu tun, weil da steht drin, eigen geht vor fremd. Die jungen Leute dürfen nicht zu kurz kommen. Dafür gehen wir auch auf die Straße, um den Arbeitgebern auch zu zeigen, wie wichtig das ist. Es ist einstimmig diese Forderung beschlossen worden. Das heißt, die Stahlbranche steht hinter unserer Forderung und das ist ein starkes, kräftiges Signal für die Arbeitgeberseite. Wir als Jugend sind da natürlich auch aktiv hinter, um eben Forderungen durchzusetzen, wie jetzt in der Tarifrunde oder auch generell eben die Arbeitsbedingungen oder die guten Arbeitsbedingungen zu erhalten. Nicht nur für uns, sondern auch für nachfolgende Generationen. Und das möchte ich auch noch mal besonders herausheben, diese Einigkeit. Das haben wir jetzt in Brüssel ganz deutlich gezeigt. Mit tausenden Kolleginnen und Kollegen hingefahren, viel auf uns genommen und da gezeigt, die Stahlindustrie steht zusammen. Und das haben wir heute hier noch mal unterstrichen. Und ich denke, das ist etwas, was sich die Arbeitgeber ja, auch merken sollten. Wir haben das Jahr 2016 ganz viel für die Stahlindustrie getan. Wir waren ganz oft mit unseren Kolleginnen und Kollegen auf der Straße, weil es eine Bedrohung, auch eine politische Bedrohung gibt. Die Arbeitgeber müssen sich sehr wohl merken, dass wir dafür gesorgt haben, dass das politische Umfeld sich für den Stahl deutlich verbessert hat. Jetzt müssen sie auch die Rechnung dafür tragen. Diese Tarifrunde ist jetzt für die Arbeitgeber auch eine Chance, ihre Position, die sie mit uns in Brüssel gemeinsam vertreten haben, zu untermauern und auch zu zeigen, was ihnen ihre Belegschaften wert sind. Jetzt geht es darum, zu mobilisieren. Am 22.02. ist die erste Verhandlung. Da erhoffe ich mir eigentlich schon ein Angebot, weil ich finde, unsere Forderung ist etwas, worüber man sehr ernsthaft auch schon in der ersten Verhandlung reden kann. Die Arbeitgeber sind jetzt am Zug. Wir warten ab jetzt auf gute Angebote und dann schauen wir, wie wir auf diese Angebote reagieren. Wir werden das sehr aufmerksam beobachten, was passiert. Unsere Stärke im Stahl ist der hohe Organisationsgrad in den Betrieben. Und genau den müssen wir jetzt erhalten, den müssen wir verbessern. Tarife handeln eben die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände aus, um eben auch eine vernünftige Forderung aufstellen zu können und auch Kraft hinter die Forderung zu bringen, ist es natürlich wichtig, dass viele Menschen sich organisieren. Deswegen ist es natürlich zu empfehlen, dass natürlich jeder, auch von den Jungen oder Alten, in die IG Metall eintritt. Ohne IG Metall hätten wir niemals diese Stärke. Das ist absolut wichtig in dieser Branche. Stahl ist Zukunft.